Das Jubiläum 50 Jahre Ärztevereinigung für manuelle Medizin ist ein Anlass, sich in Berlin zu treffen, um auf den bisherigen Weg zurückzublicken und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Denn die manuelle Medizin für sowohl Ärzte als auch Physiotherapeuten wird gebraucht, künftig noch mehr als in Vergangenheit. Und so lernen heute Ärzte und Physiotherapeuten in der RMM gemeinsam, das Untersuchungs- und Behandlungsinstrument Hand gezielt zu benutzen und einzusetzen. Zur Jubiläumsveranstaltung in Berlin auch ganz farbenfroh. Ich finde die Idee sehr gut. Es ist ein haptisches Vergnügen gewesen. Ich habe ganz früh auch Verbindung zu dieser Gesellschaft bekommen, wollte aber eigentlich kein Manualtherapeut werden. Es war mir zu unwissenschaftlich. Aber meine Chefin hat gesagt, deine Hände, die können das, das musst du machen. Und dann bin ich ja auch, wie Sie gehört haben, sogar zur Vorsitzenden geworden, die dann diese EMM aus der alten Zeit in die neue Zeit führen durfte. Mich verbindet persönlich eine Änderung meiner Auffassung zur Medizin, eine Änderung der Dinge, die ich an Universitäten gelernt habe, darauf umzustellen, was ich im Fachgebiet der Orthopädie mit der Hand selbst machen kann, was ich an feinfühliger Diagnostik, an Differentialdiagnostik und an Therapie an der Wirbelsäule hinkriege, hat mich und den Wandel der täglichen Praxis sehr beeinflusst, maßgeblich beeinflusst und mich, als ich in die EMM kam, mit all den Dingen, die ich dabei kennengelernt habe, so verändert, dass ein wesentlicher Punkt in meinem Leben, in meiner Woche, manuelle Medizin ist, die durch die EMM als Gesellschaft gelebt wird. Und dann gab es schon eine ganze große Zahl von Schwierigkeiten, denn wir waren ja in einem eigenartigen, aber doch relativ geschützten Raum aufgewachsen und mussten uns nun in diesem Rahmen all der Gesellschaften behaupten und sind ja, wie Sie heute gehört haben, auch sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Ich würde mir wünschen, noch stärker mit den Gesellschaften der anderen, der westlichen Bundesländer zusammenarbeiten zu können und auch die Öffnung, die wir über wissenschaftliche Gesellschaften bekommen, für Europa besser noch darstellen zu können, beziehungsweise mit mehr Mitgliedern unserer Gesellschaft in diesen Gremien arbeiten zu können. 50 Jahre mit bewegter Vergangenheit liegen hinter der Ärztevereinigung. Da gibt es viel zu berichten und immer wieder kam der Wunsch, diese Erinnerungen zusammenzutragen, sie aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Pünktlich zum Jubiläum erschien Gisela Coburgers Buch »Geschichte in Geschichten«. Darin blickt sie in die fernere und nähere Geschichte der RMM und die Entwicklung der Physiotherapeuten in der manuellen Therapie in der DDR zurück. Und auch in den Reden wurde zurückgeschaut. So ging Professor Buchmann der Frage nach, wie waren die Anfänge? Wie hat sich die Lehre geändert? Zu dieser Zeit waren bereits 200 voll ausgebildete Lehrer da und Sachse war der Ausbildungsleiter. Bis 1970 haben wir unter solchen Umständen Wochenkurse gehabt, aber es stellte sich heraus, dass nicht genug Zeit zum Üben dabei war, sodass das dann umgestellt wurde auf 14-Tage-Kurse, eine Angelegenheit, die wir damals sehr vernünftig fanden. Schritt für Schritt wurden die Lehrangebote erweitert und bis heute fortwährend ausgebaut. Nur ein Beispiel für die Vielfalt der Aktivitäten, die von der Ärztevereinigung entfaltet werden. Und für die 250 anwesenden Gäste gab es neben dem Festprogramm viel Gelegenheit für persönliche Begegnungen und Gespräche. Ich bin sehr dankbar, dass ich also nicht nur in Monokultur mit männlichen Orthopäden zusammenarbeite, sondern mit weiblichen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Ich denke, das ist das, was ein originär EMM-Markenzeichen ist, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten und vor allen Dingen mit anderen Professionen zusammen. Das ist uns nicht fremd und das zeichnet uns aus und das soll beileibe so bleiben. Unsere Mitglieder erträumen sich ein permanentes, stetiges Kämpfen an der berufspolitischen Front. Das Vertreten ihrer eigenen Interessen, Positionspapiere, sowie absolute juristische als auch wirtschaftliche Sicherheit. Wir wünschen uns weiter höchsten wissenschaftlichen Standard mit vielen Publikationen und Studien. Wir wollen umfangreiche Vernetzung,
der in unserem Verein vertretenen Berufsgruppen und natürlich auf allen Ebenen zufriedene Mitglieder. Und die Mitglieder kamen nicht nur zahlreich aus allen Teilen des Landes, sondern brachten der Ärztevereinigung für manuelle Medizin ihre ganz persönlichen Glückwünsche. Deshalb wünsche ich auch, dass die EMM weiterhin so fleißige Lehrer hat, so intensive Forschung betreibt, dass sie immer und immer und immer wieder neue Kursteilnehmer bekommt, die dann ihrerseits genauso glücklich sind bei ihrer Arbeit wie ich. Vorwärtsstreben, gemeinsames Arbeiten mit viel Spaß. Nur das Beste, Gesundheit und Glück. Als außeruniversitäre Institution jungen Ärzten und Physiotherapeuten die Plattform bietet, manuelle Medizin zu erlernen und anzuwenden. Gesundheit. Sie soll gesund bleiben und sie soll Zeit haben, schöne Dinge des Lebens zu genießen, wozu eben auch die Wissenschaft, die Lehre, dem Menschen zu helfen, für mich unabdingbar sind. Ich wünsche der EMM bzw. allen Mitgliedern, dass wir uns gegenseitig nochmal austauschen, auch vor allem, auch was erwähnt wurde, unter den Generationen, untereinander. Mehr Flexibilität, um auf die immer flexibler werdenden Kursanten einzugehen. Das ist ganz schön schwierig. Dass wir Mitglieder gewinnen, die uns dabei helfen, die Lehre auszuüben, damit viele Leute genau das lernen, was ich auch gelernt habe und das auch erfolgreich anwenden können, weil manuelle Medizin hilft den Patienten, ist eine sanfte Art der Medizin. Und deshalb wünsche ich der EMM, wie gesagt, einen Fortbestand mit den Inhalten, mit denen wir jetzt arbeiten, weil das sind aus meiner Sicht die richtigen. Ich wünsche der EMM zum Geburtstag volle Kurse, interessierte und hochmotivierte Kursleiter, weiterhin immer den Blick in die Zukunft gerichtet und dass wir heute alle zusammen einen schönen Tag haben. Also viel Durchhaltevermögen, dass wir noch lange am Markt bleiben können und uns durchsetzen können. Dass meine Begeisterung bei den Kursanten ankommt, dass sie einerseits ihre Technik schulen und dass sie das, was sie machen, auch deutlicher erspüren. Also da bin ich ganz zuversichtlich und wünsche der EMM, dass sie die Kraft hat, das noch, ich will nicht sagen ewig, aber noch viele Jahre so weiterzuführen und dass sie vor allen Dingen auch die Kraft hat, das in diesen gesundheitspolitischen Veränderungen als Schiff durch die Wellen zu führen. Ganz in diesem Sinne ging es am Abend für die Teilnehmer der Festveranstaltung auf die Spree. Zusammen in einem Boot gilt es, den Kurs für die Zukunft der Ärztevereinigung für manuelle Medizin zu finden.